das Feuer für 20 Jahre Jetzer Metallbau AG zu Grabsen brennt. Ein Haufen Glückwünsche sind von Privaten überreicht worden und natürlich auch von den offiziellen Gemeindevertretern. Ein Haufen Leute waren anwesend, für Speis und Trank war gesorgt, muss beim Kaffee einmal oder zweimal drücken, die gefragt, Kuchen war da, aber im Zentrum sind natürlich Brigitte und der Markus Jetzer gestanden und eben die gute Arbeit von ihrem Team. Ganz ein guter Nachbauer, der Markus und seine Crew, tolle aufgestellte Truppen. Und ich muss sagen, wenn ich mal etwas habe und das ist so ein Metall schweißen oder so, dann gehe ich einfach zum Jetzer durch und dann macht er es. Manchmal schickt er nicht einmal eine Rechnung. Wir haben mit der Firma Jetzer gebaut und sind immer noch sehr zufrieden. Und ich danke vielmals, hier neben mir. Sie sind immer noch sehr zufrieden mit dem, was er gemacht hat. Und ich wünsche ihm Glück für die nächsten 20 Jahre. Ich habe sie gesucht, Brigitte und der Markus. Und dann habe ich gedacht, ein Interview machen und genau auf dem Bänkli, aber es vom Bernecker gemacht ist. Ja, eben. Und dann haben sie sich dort platziert. Ja, sie können überzeugen. Zuerst haben sie die Werbung hinten drauf vom Bernecker wegnehmen. Aber auch jetzt müssen wir vorne hergucken und man schafft ja auch zusammen. Kommt ihr nicht schon mal ein bisschen zusammensitzen oder so? Nein. Nein? Nicht? Nein. Aber keine Zeit? Nein, wir Mull. Wir nehmen uns Zeit. Wir nehmen uns Zeit. Aber wir haben nicht immer so Zeit. Was das hast denn du gesagt, schon der Markus vor 20 Jahren gesagt hat, dann fange ich selber an? Wir haben das miteinander besprochen und ich habe gesagt, ja, das ist gut. Ich habe eine einzige... Unsere Kinder waren dort 4 und 8 und ich habe einfach gesagt, los, wir fangen zusammen an. Du musst mir einfach eins versprechen, du musst gleich ab und zu an einem Sonntag für die Kinder da sein, für die Familie. Und ja, er hat sich daran gehalten. Tatsächlich? Wirklich, ja. Manchmal hat es vielleicht mehr Tage oder mehr Wochenende, wo er gearbeitet hat, und manchmal nicht. Aber er hat sich wirklich daran gehalten, hat manchmal die Kinder mitgenommen und ja. Und das ist ein Miteinander. Wir haben immer eigentlich miteinander daran gearbeitet. Sensationelles Team, wir zwei. Und dann die mit 4 und 8. Die andere ist ja oben zu Basel, gestaltet ist unterwegs. Ja, und die andere macht Musik, Harfe. Jawohl, ja, das also, sagst du richtig. Ja, das sagst du. Geht das immer noch, weißt du? So mit Familie und Sonntag und miteinander verbringen. Und ja, du, wir probieren es. Also, wenn dann wieder mal eine Anfrage kommt, ob wir vielleicht einmal die Harfe transportieren, dann probieren wir das. Wenn vielleicht die Jünger zu Basel eine Ausstellung haben, probiert man es auch, dass man gehen kann. Es ist schon ein Miteinander, würde ich sagen. Und manchmal kann nur ich gehen, manchmal der Markus, aber wir probieren es. Und ja, mal, ich denke, es klappt gut. Aber du hast mit Metallbau nicht wirklich etwas zu tun. Nein, da hast du recht im Fall. Ich komme vom Detailhandel und ich habe von Anfang an gesagt, dass ich nicht voll ins Büro gehe. Ich muss unter die Leute, wenn ich dann wieder arbeiten kann. Und das mache ich jetzt auch. Aber ich bin im Büro, also ich mache Buchhaltung, Zahlungen und halt im Hintergrund. Da braucht es halt... Meine Sorgen und Nöte mehr loszuwerden. Und Freude. Und Freude. Dass wir einander das Zeug erzählen, was ich den Tag durchlebt habe, was Brigitte den Tag durchlebt hat. Und das ist wichtig für mich auch, dass ich sie im Hintergrund habe, weiss, muss mich auf, sie, ein bisschen herheben, auf sie kann ich zählen. Und ja, eine wahnsinnige Unterstützung für mich. Sonst wäre ich gar nie so weit gekommen, wie ich heute bin, ohne... Komm, nicht, ich will noch ein über Markus, gell? Er ist ein wahnsinniger. Nein, weißt, er ist ja wirklich, er will alles ganz, ganz genau machen. Das ist ja gut, aber er ist ein Perfektionist, gell? Und wenn er mal etwas nicht geraten oder dann studiert er und studiert er und studiert er. Also haben wir sicher zusammen jetzt schon mal schlaflose Nacht, hä? Ja, wobei Perfektionist. Also muss man nicht. Ich denke, das andere findet man am Engort, ja, wo einfach geschafft wird, schnell gekuddelt. Und er möchte es einfach recht machen. Und das ist ihm wichtig. Und ich glaube, das macht auch uns als Geschäft aus, das würde ich sagen. Selbstbestimmt, Markus. Ja, das ist schon. Das ist mein Anspruch, den ich habe, dass ich wirklich das Bestmögliche daraus machen kann, mit meinen Leuten zusammen auch, die im Hintergrund sind und die dann schlussendlich das ausführen, was ich im Sinn habe. Und da haben wir wirklich ganz tolle Leute im Betrieb, die mich da unterstützen oder uns unterstützen im Geschäft. Und für dich ist auch kein Arbeit zu klein, gell? Wenn du mal etwas ganz Kleines ist, weißt du, so. Nein, dann... grundsätzlich machen wir die kleinste Konsole, wir machen viele Reparaturen, sei es jetzt, wenn ein Bauer mal mit etwas Kleinem kommt. Aber klar, reizvoller sind die grossen Sachen. Ja. Aber wenn etwas gross ist und du hast das Gefühl, es ist ein Zeichen und es haut nicht, dann würdest du es nicht machen. Das habe ich schon festgestellt. Ja, wenn ich von Anfang an sehe, nein, das ist mir zu gross, das ist mir zu kompliziert,
es kommt immer noch ein bisschen auf die Architekten oder die Bauführung oder was auch immer drauf an, im Hintergrund. Aber dann lasse ich die Finger davon, ja. Metallbau, gell? Du bist jetzt im Büro, aber es ist ja immer schnell gesagt, es ist ja doch unglaublich facettenreich, gell, Metallbau? Das ist ja so, ja. Der Metallbau ist natürlich so vielseitig. Wir haben Glas, wir haben Metall, sechs Stahl, Chromstahl. Jetzt in den letzten zwei Jahren sehr viel mit Messing gemacht, was sehr, sehr spannend war für alle, aber auch herausfordernd für alle. Aber es war ganz eine ganz tolle Zeit und das ist das Reizvolle in unserem Beruf, dass wir so viel oder so eine grosse Abwechslung haben. Ja. Jetzt hinten steht dort auf dem Wellblech Jetzer Metallbau. Ich glaube, das ist das Büro, gell? Das ist das Büro, ja. Das ist mein Bürocontainer. Du lachst jetzt, warum? Ja, weißt du, andere haben vielleicht Reisen, ja, Büro und weiss Gott, wem. Wir sind halt einfach gestrickt. Und wir haben jetzt einfach das, was wir jetzt haben. Und das ist das kleine Container, wie Markus sagt. Ja. Und ja. Aber es tut es, ist alles gut. Es funktioniert. Es funktioniert, mehr muss es nicht. Zufrieden, wo wir sind und eben auch unsere Leute, die wir im Hintergrund haben, das hast du auch gesagt. Es geht nicht ohne unsere Mitarbeiter und ohne Kunden. Geht es auch nicht, das ist so. Und wo machst du die CAD-Zeichnung? Dort muss eben ein Container hin. Im Container habe ich zwei ganz grosse Bildschirme, die ich zeichnen kann. Ja. Aber hat auch andere, die zeichnen für mich, wenn ich nur noch mache. Und das ist auch eine grosse Unterstützung für mich. Ja. Eben, gell, Stegengeländer, Wintergärten, natürlich x verschiedene Sachen, die man machen kann. Hast du ja schon ganze Häuser gemacht? Das gibt es ja rein theoretisch auch, oder? Ja, nein, das, von dem lasse ich die Finger weg. Ja. Absolut. Aber du musst mitmachen in der Gemeinschaft zum Beispiel. Ja, absolut. Ja. Ich habe einen Haufen Metallbaukollegen hier im Rheintal, wo wir miteinander zusammenarbeiten und einander aushelfen und so weiter. Ja. Ja, aber wäre das so dein grösster Wunsch noch? Nebst dem Büro, den du ja nicht willst, der Container langt, glaube ich, oder? Ja, absolut. Gesund Gesundheit. Gesund bleiben. Das ist wichtig. Kann man gesund bleiben in diesem schnellen Business? Ja. Ja, die Zeit, wo man sich dann etwa die rausnimmt, dass man vielleicht auch mal etwas macht, dass es einem, dass man eine Auszeit nimmt, ein bisschen, das muss man lernen. Also mit anderen Worten, gell? Unternehmer sein und Unternehmerin heisst auch ein Team sein. Irgendwie. Absolut. Ja, das ist so und so vom Amt. Ja. Dass man redet miteinander. Ja. Dass man füreinander schaut. Genau. Und das ist das, was uns jetzt die Zeit auch stark gemacht hat. Und dass wir ja überhaupt heute da sind. Oder? Genau. Die damals 8-jährige Markus, die schlägt dir ein bisschen an. Die könnte doch designmäßig noch ein bisschen unterstützen. Tut sie es schon mal? Ja, absolut. Gell? Jetzt auch für den heutigen Anlass hat sie auch ihre Ideen gebracht und wir haben sie auch nachgefragt, was meinst du dazu? Und das funktioniert so, ja. Und die ist mutig, gell? Und traut sich etwas? Die, und ist, wirklich die ist sehr mutig, gell? Innovativ und ja, die traut sich etwas. Ja. Du lachst jetzt, weil die Herrn damals 4-jährig schlägt dir noch. Hat sie eine Musik gemacht heute? Die Eltern meinst du jetzt? Ja, genau. Durcheinander. Die Eltern, durcheinander. Yes, die Eltern ist die, die Musik macht. Oh. Nein. Du, ich meine, heute sind beide da und uns unterstützen, tun uns helfen. Und ja, man ist einfach wieder als Familie zusammen und schaut. Es sind beide wunderbare Kinder, die wir hier haben, Töchter. Und ja, es ist, darum ist es froh, man kann, wie soll ich sagen, einander ein bisschen fragen. Man kriegt Unterstützung, wir schauen, das ist so ein Game und das ist einfach schön. Wir haben es gut als Familie, gell? Nicht nur ihr zwei. Absolut. Ja. Und das ist auch das Wichtigste für uns immer, dass wir als Familie erleben. Also, wie sollen wir erstens einmal geniessen und für die Kinder da sind, für uns da sind. Das ist eine ganz tolle Familie. Das ist das, was ich am Anfang jetzt gesagt habe. Wo du gefragt hast, was ich gesagt habe vor 20 Jahren. Das war mir wichtig. Ja, genau. Und so könnte es heute nicht sein, wenn wir das nicht so hergebracht hätten. Dass man wirklich zwischendrin als Familie auch eine Auszeit nimmt oder miteinander oder halt auch alle zusammen in der Bude gestanden sind und Markus etwas mit den Kindern gemacht hat oder wie auch immer. Also jetzt, wenn man das auseinandernimmt, jetzt und er, das ist nicht so. Also es war eher aus sie, gell? Und alle miteinander. Ja. Genau. Genau. Ist das eigentlich dein Traumberuf gewesen, Markus? Absolut. Echt? Absolut. Also ich wollte eigentlich immer Metallbauer lernen, habe dann keine Lehrstelle bekommen damals, habe dann Schmied angefangen zu lernen, habe dann müssen gesundheitlich hören, dann bin ich auf Hochbauzeichner und das war dann gar nicht meins gewesen. Und dann habe ich dann eine Lehrstelle als Metallbauer bekommen und habe dann das durchgezogen. Und dein Traum war immer ein Metallbauer gewesen?
Du bist ja gut. Also ich habe meinen Mann nicht nach dem Beruf ausgesucht. Ah, nicht? Und damals so nicht nach dem Geld, gell? Nein. Ich glaube, er war noch in der Stiftung und ich habe verdient. Aber als damals Verkäufer, ich habe auch nicht viel bekommen. Nein, du. Es ist gut, so wie es jetzt ist. Aber jetzt mal ganz leislich unter uns gefragt. Weißt, ja. Die Marschen sind ja nur gerade gleich und der Stress auch länger im Meer. Lohnt es sich denn noch, so eine Firma zu haben? Jetzt schaue ich jetzt auf dich, Dori. Ja. Ah, du hast mich gefragt. Ja, lohnen. Was es ist kommt. Lohnen? Müssen wir eine goldige Nase kriegen? Nein. Ja, man muss zufrieden sein mit dem, was man hat. Und Freude haben an dem, was man kann herstellen. Und das sehe ich schon. Er ist mit Leib und Seele in seinem Beruf verankert. Und ja, ich denke, das ist wichtig. Man muss können leben davon, das ist wichtig. Oh, aber das andere, du, ach, ja. Geld macht nicht nur glücklich. Nein, ja. Jetzt haben wir auch so Messing-Kerzenständer gemacht, jetzt gell? Haben wir Messing-Kerzenständer gemacht, genau. Da haben wir zuerst ein Messingblech gehabt und dann haben wir es gläsert. Und dann hat man es entweder sandgestrahlt oder geschliffen. Und dann hat man es noch irgendwie abgedruckt. Aber das weiß ich jetzt nicht ganz genau, weil das habe ich die müssen machen. Du bist auf dem Büro, aber hast eine Ahnung von dem Ganzen, gell? Ja, so ein bisschen. Ich lerne immer mehr dazu. Aber dir macht es Spass in diesem Betrieb? Mir macht es Spass, ja. Super. Ich arbeite gerne hier, ja. Das ist es so. Ja, dann nehmen wir das Zünden dafür vom jetzt einmal, hä? Ja, genau. Da brennt eins, dann ist es schön. Schau mal da, genau. Und um das jetzt dafür selber erfahren können, ja, zwischen all den Metalligen deinen, das Engagement, eben ein bisschen das Führige, das Füssacke, dann müsst ihr vielleicht tatsächlich mal vorbei, eben zu der Jetzer AG zu Krebs.